CDU-Mitglieder, die im vergangenen Jahr gestorben sind, sowie eine Begrüßung auch der Parteivorsitzenden, die sich jetzt, was wir von unserem Platz aus sehen, wieder erhebt und dann auch noch den einen oder anderen grüßt. Und jetzt geht sie auch, wenn ich das richtig deute, zum Pult und dann wird es wahrscheinlich gleich hier richtig losgehen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Delegierte, liebe Gäste, hiermit eröffne ich den 30. Parteitag der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands und begrüße Sie alle sehr herzlich hier in Berlin. Mein erster Gruß gilt natürlich zuerst Ihnen allen, den Delegierten aus den Orts-, Kreis- und Landesverbänden unserer Partei. Herzlich willkommen in Berlin an einem spannenden Veranstaltungsort. Vielen Dank an die Geschäftsführung der Station Berlin für die sehr guten Arbeitsbedingungen und die kollegiale Vorbereitung des 30. Parteitages. Stellvertretend für die Geschäftsführung der Station Berlin möchte ich Frau Anita Tillmann begrüßen. Schön, dass Sie bei uns sind. Besonders herzlich begrüße ich die gastgebende Landesvorsitzende der CDU Berlin und Staatsministerin für Kultur und Medien, Frau Professor Monika Grütters. Gerade eben haben wir eine beeindruckende ökumenische Andacht erlebt. Dafür möchte ich mich ausdrücklich bei den Bevollmächtigten des Rates der EKD, bei der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union, Prälat Dr. Martin Dutzmann, sowie bei dem Leiter des Kommissariats der Deutschen Bischöfe, Prälat Dr. Karl Jüsten, bedanken, ebenso wie bei den Posaunenbläsern oder bei den Bläsern. Sehr herzlich begrüße ich auch den Präsidenten des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken und CDU-Landtagsabgeordneten in Nordrhein-Westfalen, Herrn Professor Dr. Thomas Sternberg, sowie den Vorsitzenden des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Herrn Ayman Masiek. Schön, dass Sie bei uns sind. Zahlreiche Vertreter von Wirtschaftsorganisationen, Gewerkschaften und Verbänden werden unseren Parteitag begleiten. Stellvertretend möchte ich ganz herzlich den Vorsitzenden der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Herrn Franz Bzirske, begrüßen. Ein herzliches Willkommen auch dem Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Herrn Steffen Kampeter, dem Generalsekretär des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, Herrn Holger Schwannicke, zudem dem Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, Herrn Dr. Martin Wandsleben. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass der Präsident des Bundes der Steuerzahler Deutschlands, einer, der uns immer kritisch begleitet, Herr Rainer Holznagel, erneut Gast auf unserem Parteitag ist. Herzlich willkommen. Des Weiteren begrüße ich den Bundesvorsitzenden des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, Herrn André Schulz, den Bundesvorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft, Herrn Rainer Wendt, und den Vorsitzenden des Deutschen Bundeswehrverbandes, Herrn Oberstleutnant André Wüstner. Ihnen allen auch ein herzliches Willkommen. Ich freue mich, dass der ehemalige Ministerpräsident des Freistaates Sachsen, Professor Kurt Biedenkopf, gemeinsam mit seiner Ehefrau Ingrid an unserem Parteitag teilnimmt. Lieber Kurt, liebe Ingrid, herzlich willkommen. Und ebenfalls begrüßen möchte ich die Witwe unseres ehemaligen Vorsitzenden Rainer Barzel, Frau Ute Barzel. Schön, dass Sie unser Gast sind. Ein herzliches Willkommen unserem Freund Günter Helge Strickstrack, Teilnehmer an allen Parteitagen, die die CDU je veranstaltet hatte, also 30, und Herrn Heinz Schwarz. Schön, dass Sie da sind. Mit besonderer Freude begrüße ich die Vertreter von Presse, Rundfunk und Fernsehen. Ich hoffe, Sie können von unserem Parteitag viel Interessantes
und hoffentlich auch viel Gutes berichten. Liebe Freundinnen und Freunde, unser Parteitag hier in Berlin ist ein wichtiger Parteitag. Und dieser Parteitag hat einen klaren Auftrag. Wir wollen heute unseren Beitrag zur Bildung einer stabilen und handlungsfähigen Bundesregierung leisten. Die Erwartungshaltung der übergroßen Mehrheit der Menschen in unserem Land, aber auch weit über die Grenzen Deutschlands hinaus, ist klar. Und wir wollen wichtige Weichen für unsere Partei stellen. Personell mit der Wahl einer neuen Generalsekretärin, inhaltlich mit einem ersten Schritt hin auf dem Weg zu einer programmatischen Selbstvergewisserung und Erneuerung. Ich wünsche uns hierfür gute Beratungen und einen zuversichtlichen und engagierten Blick auf all die Aufgaben, die vor uns liegen. Liebe Freunde, es gehört zur guten Tradition, dass wir zu Beginn unseres Parteitags jener gedenken, die seit dem 29. Parteitag im Dezember 2016 von uns gegangen sind. Von den vielen, die uns verlassen haben, möchte ich stellvertretend Professor Dr. Dr. Johannes Tietmeyer nennen. Geboren am 18. August 1931, gestorben am 27. Dezember 2016. Er war seit 1961 Mitglied der CDU. Von 1982 bis 1989 war Professor Johannes Tietmeyer Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen. Er war von 1993 bis 1999 Präsident der Deutschen Bundesbank. Ich denke an Professor Dr. Roman Herzog, geboren am 5. April 1934, gestorben am 10. Januar 2017. Er gehörte seit 1970 der CDU an. Professor Roman Herzog war von 1973 bis 1978 Staatssekretär in Rheinland-Pfalz, von 1978 bis 1983 Minister in Baden-Württemberg. Während der gleichen Zeit war er Bundesvorsitzender des Evangelischen Arbeitskreises und ordentliches Mitglied der Synode der Evangelischen Kirche Deutschlands von 1973 bis 1991. Von 1987 bis 1994 war er Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Das Amt des Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland bekleidete er von 1994 bis 1999. Ich denke an Helmut Kohl, geboren am 3. April 1930, gestorben am 16. Juni 2017. Er gehörte seit 1947 der CDU an. Helmut Kohl war Mitbegründer der Jungen Union in Rheinland-Pfalz, Kreisvorsitzender der CDU Ludwigshafen, Fraktionsvorsitzender des dortigen Stadtrates, Vorsitzender des CDU-Bezirksverbandes Pfalz, Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion und Landesvorsitzender der CDU Rheinland-Pfalz. Von 1969 bis 1976 bekleidete er das Amt des Ministerpräsidenten des Landes Rheinland-Pfalz. Er war Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und von 1982 bis 1998 Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Helmut Kohl war von 1973 bis 1998 Vorsitzender der CDU Deutschlands und ist Ehrenbürger Europas. Helmut Kohl hat sich bereits zu Lebzeiten mit der deutschen Einheit und seinem unermüdlichen Einsatz für ein friedliches Europa ein Denkmal gesetzt. Er hat sich um unser Land und unsere Partei verdient gemacht. Wir haben mit ihm einen großen Staatsmann, einen leidenschaftlichen Demokraten, einen wahren Patrioten, einen überzeugten Europäer und einen beeindruckenden Menschen verloren. Ich denke an Dr. Axel Bernstein, geboren am 27. Juli 1974, gestorben am 24. August 2017. Axel Bernstein war seit 1993 Mitglied der CDU und von 1997 bis 2002 Vorsitzender der Jungen Union im Kreisverband Segeberg und von 2005 bis 2017 Vorsitzender des CDU-Ortsverbands Wahlstedt. Axel Bernstein war von 2005 bis 2017 Mitglied des Landtags von Schleswig-Holstein und von 2015 bis 2016 Geschäftsführer des CDU-Landesverbandes Schleswig-Holstein. Ich nenne Monika Brunert-Jetter, geboren am 17. November 1955 und gestorben am 6. September 2017. Sie war seit 1974 Mitglied der CDU,
von 1988 bis 2000 stellvertretende Vorsitzende des CDU-Stadtverbandes Meschede, von 1989 bis 2004 Mitglied des Rates der Stadt Meschede und sie gehörte von 1995 bis 2012 dem Landtag in Nordrhein-Westfalen an. Monika Brunert-Jetter war von 1997 bis 2011 stellvertretende Vorsitzende des CDU-Bezirksverbandes Südwestfalen und Mitglied im Vorstand des CDU-Landesverbandes NRW. Ich denke an Dr. Heiner Geißler, geboren am 3. März 1930, gestorben am 11. September 2017. Er gehörte seit 1953 der CDU an. Von 1966 bis 1967 war er der erste gemeinsame Vorsitzende der damaligen vier Landesverbände der Jungen Union in Baden-Württemberg, aus denen sich auf sein maßgebliches Betreiben hin der heutige JU-Landesverband bildete. Von 1965 bis 1967 und von 1980 bis 2002 war er Mitglied des Deutschen Bundestages und von 1971 bis 1977 Mitglied des Landtages von Rheinland-Pfalz. Landesminister in Rheinland-Pfalz war er von 1967 bis 1977, Bundesminister von 1982 bis 1985. Im Präsidium und Vorstand der CDU Deutschlands war er Mitglied von 1989 bis 2000. Dr. Heiner Geißler war der bis heute am längsten amtierende Generalsekretär der CDU Deutschlands. Er bekleidete dieses Amt von 1977 bis 1989 und er war nicht nur in dieser Funktion eine wichtige christdemokratische Stimme in programmatischen und gesellschaftlichen Debatten. Wir trauern um Petra Wernicke, geboren am 2. März 1953, gestorben am 14. September 2017. Sie war seit 1990 Mitglied der CDU, von 1991 bis 1998 stellvertretende Vorsitzende des CDU-Landesverbandes von Sachsen-Anhalt und von 1990 bis 2011 Mitglied des Landtages in Sachsen-Anhalt. Von 1991 bis 1994 war sie Ministerin für Raumordnung, Städtebau und Wohnungswesen in Sachsen-Anhalt. Von 2002 bis 2009 bekleidete sie das Amt der Ministerin für Landwirtschaft und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt. Ich erinnere an Herbert Helmrich, geboren am 1. Januar 1934, gestorben am 24. Oktober 2017. Er gehörte seit 1967 der CDU an, war von 1976 bis 1992 Mitglied des Deutschen Bundestages. Von 1992 bis 1994 war er Minister für Justiz, Bundes- und Europaangelegenheiten des Landes Mecklenburg-Vorpommern und von 1994 bis 2002 war er Mitglied des Landtages von Mecklenburg-Vorpommern. Ich möchte Stefan Lechner nennen, geboren am 8. Juli 1956, gestorben am 8. November 2017. Er war Mitglied der CDU seit 1990, von 1990 bis 1994 und von 1999 bis 2009 war Stefan Lechner Mitglied im Rat der Stadt Görlitz und von 2005 bis 2017 Geschäftsführer des CDU-Landesverbandes Sachsen. Wir erinnern an Gunnar Uldall, geboren am 17. November 1940, gestorben am 14. November 2017. Seit 1962 Mitglied der CDU, von 1966 bis 1983 gehört er der hamburgischen Bürgerschaft an. Er war von 1980 bis zum Jahr 2000 Schatzmeister des CDU-Landesverbandes Hamburg und von 1983 bis 2001 Mitglied des Deutschen Bundestages. Von 2001 bis 2008 war er Senator für Wirtschaft und Arbeit der Freien und Hansestadt Hamburg und seit 2015 Vorsitzender des Wirtschaftsrates der CDU Hamburg. Ich denke an Philipp Jenninger, geboren am 10. Juni 1932, gestorben am 4. Januar 2018. Er gehörte seit 1955 der CDU an. Dr. Philipp Jenninger war von 1969 bis 1990 Mitglied des Deutschen Bundestages, von 1975 bis 1982 erster parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und von 1982 bis 1984 Staatsminister im Bundeskanzleramt. Von 1984 bis 1988 bekleidete er das Amt des Präsidenten des Deutschen Bundestages und von 1991 bis 1995 wirkte er als Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Wien und von 1995 bis 1997 in gleicher Funktion beim Heiligen Stuhl in Rom. Wir gedenken Verena Boutalikakis,
geboren am 26. März 1955, gestorben am 8. Februar 2018. Sie war seit 1978 Mitglied der CDU. Verena Butalikakis gehörte von 1987 bis 1992 der Bezirksverordnetenversammlung Schöneberg an und bekleidete von 1990 bis 1992 den stellvertretenden CDU-Fraktionsvorsitz der Bezirksverordnetenversammlung. Seit 1996 war sie stellvertretende Vorsitzende der KPV des Landesverbandes Berlin. Sie gehörte von 2000 bis 2002 dem Abgeordnetenhaus von Berlin an und von 2002 bis 2005 war sie Mitglied des Deutschen Bundestages. Von 2002 bis 2003 war sie amtierende Generalsekretärin des Landesverbandes Berlin. Meine Damen und Herren, Sie haben sich zu Ehren der Verstorbenen erhoben. Ich bitte Sie um eine Schweigeminute. Herzlichen Dank. Wir kommen nun zum Tagesordnungspunkt 2, Wahl des Tagungspräsidiums. Der Vorschlag für das Tagungspräsidium liegt in den Tagungsunterlagen. Die Abstimmung dazu erfolgt mit dem Zeigen der Stimmkarte. Ja, meine Damen und Herren, und während dieser Formalia wollen wir, wie Sie das gewohnt sind, bei Parteitagen bei Phoenix unser Kolleginnengespräch durchführen. Wir haben uns ja gerade von imposanten Persönlichkeiten der CDU verabschiedet. Vor allen Dingen stach natürlich heraus Helmut Kohl und Heiner Geißler. Und die neue Parole bei der CDU heißt ja jünger und weiblicher. Weiblicher können wir auch im Journalistenchor. Deswegen habe ich mir heute mal zwei Frauen eingeladen. Martina Fietz von Focus Online und Elisabeth Nier von der Wirtschaftswoche. Frau Nier, ich habe es gerade gesagt, es waren jetzt hier sehr imposante Namen von ehemaligen Granden der CDU, Helmut Kohl natürlich vorweg genannt. Erleben wir gerade so ein bisschen einen Umbruch? Die Parteivorsitzende hat jetzt bei den Namen, die sie gestern präsentiert hat, ganz bewusst darauf geachtet, dass genauso viele Frauen wie Männer vorkommen. Das stimmt. Und wir haben ja auch eine Doppelspitze in der Partei mit einer Parteivorsitzenden und einer Generalsekretärin. Ich fand eigentlich bemerkenswert, dass das gar kein großes Thema war. Ich erinnere mich noch so an Diskussionen vor vielleicht 3-4 Jahren, als es darum ging, ob Ursula von der Leyen Merkel beerben könnte. Da hörte man häufiger noch so nahe, ob noch mal eine Frau dann nachfolgen kann und so. Mir scheint, dass es kein großes Thema mehr ist. Ja, Annegret Kamm-Karrenbauer, sicherlich die überraschendste Personalie, wenngleich sie auch schon vor einer Woche vorgestellt wurde. Heute soll sie hier gewählt werden. Ganz ehrlich, Frau Fietz, waren Sie überrascht? Ja, und ich glaube, diese Überraschung ist auch breit verbreitet gewesen. Das hatte keiner so auf dem Schirm. Man hatte mit Annegret Kramp-Karrenbauer gerechnet, dass sie nach Berlin kommen könnte, um ins Kabinett zu gehen. Aber dass sie Generalsekretärin würde, hatte man nicht erwartet. Und das ist natürlich ein besonderer Coup, weil einmal dieses Phänomen zwei Frauen. Und dann natürlich ist Annegret Kramp-Karrenbauer sehr beliebt in der Partei. AKK nennt man sie gemeinhin. Und sie ist sehr breit aufgestellt. Sie ist gesellschaftspolitisch sehr konservativ. Und sie ist aber, was die Arbeitsmarktpolitik anbelangt, die Sozialpolitik eher linksorientiert. Das heißt, sie versteht es, die CDU in ihrer Breite zu repräsentieren und hat natürlich Wahlen gewonnen. Wahlen, die im vergangenen Jahr ganz entscheidend waren und die CDU mit etwas Schwung in das Jahr für die Bundestagswahl geleitet haben. Die Kommentierung zu dieser Personalie war ja sehr, sehr positiv. Nur vom rechten Flügel der CDU hörte man wieder, da ist ja die Mini-Merkel von Frau Merkel aufgestellt worden. Wird man damit Annegret Kramp-Karrenbauer gerecht? Das glaube ich nicht. Sie hat ja eigentlich ein ganz anderes Profil in einigen Themen. Das ist oft beschrieben worden im Vorfeld des Parteitags. Ist sie konservativer? Sie war zum Beispiel gegen die Ehe für alle. Sozialpolitisch gilt sie als eher liberal. Das ist, glaube ich, in der saarländischen CDU auch nicht ungewöhnlich. Und ich glaube, sie hat einfach als Ministerpräsidentin bewiesen, dass sie regieren kann. Das ist anders als bei jemand wie zum Beispiel Jens Spahn, für den oder Julia Klöckner, für die das wirklich ein Aufstieg ist, Minister zu werden. Kramp-Karrenbauer hat jetzt die Möglichkeit, als Generalistin sich zu jedem Thema zu äußern und eben der Partei zu zeigen, die sie ja nominieren müsste im Fall eines Falles zur Kanzlerkandidatin, dass sie die Partei ernst nimmt. Sie kann rumreisen, über das Grundsatzprogramm diskutieren. Also ich glaube, das war ein kluger Schachzug sowohl von ihr selbst als auch von der Kanzlerin. Frau Fietz, machen Frauen doch anders Politik oder anders gefragt? Ist hier tatsächlich mal ein Bundeskanzler, der seine Nachfolge vorbereitet, eine Bundeskanzlerin,
Das müssen wir sehen, ob das dann am Ende tatsächlich aufgeht. Aber man kann schon eine neue Linie erkennen. Bislang war es so, dass Angela Merkel der CDU im Grunde ihren Kurs aufgezwungen hat. Bei sehr vielen Themen hat Merkel sich nicht darum geschert, welche Positionen die CDU da immer eingenommen hat. Man denke nur beispielsweise an die Aussetzung der Wehrpflicht oder an den Beschluss zur Abschaltung aller Atomkraftwerke. Das war Merkel ganz egal. Auch bei vielen gesellschaftspolitischen Themen hat sie einen Kurs verfolgt, sehr pragmatisch, den sie in dem Moment für richtig erachtete. Und jetzt hat man doch gesehen, dass der Druck sehr stark geworden ist. Die Partei will anders aufgestellt werden. Und das macht sich jetzt an den Personen fest. Das hat aber dann natürlich auch Rückfolgen auf die Inhalte. Und wir haben jetzt bei dieser Ministerriege, die ja immer noch nicht garantiert ist, wir müssen ja immer noch auf das Votum der SPD am nächsten Wochenende warten, aber wir haben bei der Ministerriege und bei der Generalsekretärin tatsächlich Leute jetzt in der vordersten Front, die das Potenzial haben, auch Kanzlerkandidatur zu übernehmen oder auch dann mal das Kanzleramt zu führen. Ja, Angela Merkel hat die Kritiker besänftigt, indem sie Jens Spahn zum Gesundheitsminister berufen hat. Man muss klar sagen, Jens Spahn von seiner Kompetenz ist in diesem Ministerium sicherlich gut aufgehoben. Er war lange gesundheitspolitischer Sprecher. Glauben Sie denn, Frau Nia, dass jetzt schon am Anfang dieses Parteitags sozusagen dieses Flügelschlagen, gerade vom konservativen Flügel, dadurch ruhiger wird? Denn die ersten Reaktionen von gestern und heute Morgen sind ja sehr, sehr positiv auf diese Personalie. Ja, also ich bin ehrlich gesagt wirklich gespannt drauf, wie das hier heute auf dem Parteitag läuft, denn es haben sich so viele Leute beschwert in letzter Zeit, dass es keine Debatte gäbe in der Union, dass man die über bestimmte Themen, Zukunftsthemen nicht genug redet. Heute wäre ja mal Gelegenheit, das zu tun. Ich finde, das ist jetzt nicht immer nur eine Bringschuld der Führung, sondern dann sollen die Debatten diese Diskussion eben, die Delegierten diese Diskussion auch wirklich führen. Der Parteitag ist ja so mehr oder weniger Open End. Es gibt keine genaue Uhrzeit. Einige haben zwar Flüge gebucht und so weiter, aber es hieß, wenn es länger dauert mit der Debatte, dann dauert es halt länger. Das ist eigentlich was Neues. Und jetzt liegt es auch so ein bisschen an den Delegierten hier, denen die Richtung nicht passt, auch mal den Mund aufzumachen, finde ich, und nicht immer nur im Hintergrund zu murren. Also das fände ich interessant. Zu Jens Spahn und Kramp-Karrenbauer wollte ich noch einen Punkt anführen. Diese Aufstellung neben allem Lob, das es so gegeben hat, hat aus meiner Sicht schon eine große Schwäche, und zwar, dass der Osten nicht vorkommt. Man kann sagen, Posten sollten nicht nur nach Regionalkriterien irgendwie vergeben werden, aber gleichzeitig ist es schon befremdlich. Die Union hat nächstes Jahr eine schwierige Landtagswahl in Sachsen vor sich, wo die AfD gleichauf mit der Union liegt. Und man hat nicht den Eindruck, dass das nur so ansatzweise die gleiche Rolle spielt wie zum Beispiel die Landtagswahl in Bayern, wo es ja immerhin nur darum geht im Moment, ob die CSU ihre absolute Mehrheit behält. Also da reden wir darüber, mit wem Herr Söder wahrscheinlich regiert, nicht ob er abgewählt wird, während es um Sachsen um wirklich viel geht. Und ich bin mal sehr gespannt, ob die Kanzlerin vielleicht ein bisschen mehr über den Osten redet, als sie es bei anderen Parteitagen getan hat. Es soll ja einen Ostbeauftragten geben, das hat sie immer getan, wohl beim Wirtschaftsminister angekoppelt. Mal ganz ehrlich, diese Diskussion um Frau oder Mann, um Ost oder West, ich habe es nie verstanden. Wir haben in der CDU seit 2005 eine Kanzlerin, die kommt aus dem Osten. Sie ist Frau und dennoch gibt es diese Unzufriedenheiten, zu wenig Frauen, zu wenig Ossis. Erklären Sie mir das. Das liegt einfach daran, dass Merkel weder die Rolle der Frau in den Vordergrund gestellt hat, noch die Rolle als Ostfrau. Sie hat sich immer aufgestellt als eine Kanzlerin für alle Deutschen. So hat sie ja auch in ihrer ersten Vereidigung und in ihrer ersten Rede gesagt, ich will Deutschland dienen. Also das war auf ganz Deutschland gerichtet. Sie hat nie das irgendwie betont, dass sie jetzt speziell Interessen einer Region in den Vordergrund rücken möchte. Aber trotzdem muss man das ja nun mal anerkennen. Die Kanzlerin kommt aus Ostdeutschland. Es wird diesen Ostbeauftragten geben. Und bei diesen ganzen Regionalverteilungsgeschichten habe ich das Gefühl, da ist auch immer sehr viel Symbolik im Spiel. Denn wenn man sich jetzt mal zurückerinnert, die Mehrheit der Zuschauer wird wahrscheinlich überhaupt nicht mehr wissen, wer denn jetzt im letzten Kabinett so zwingend aus dem Osten kam und dass diese Personen dann tatsächlich so viel für den Osten getan hätten, kann man ja auch nicht sagen. Also ich finde, diese Regionalproporzdebatten sind immer so eine Binnensicht einer Partei. Da geht es immer darum, alle müssen irgendwie berücksichtigt werden, weil
bei 6 Posten ist das aber etwas schwierig. Baden-Württemberg ist auch nicht ganz glücklich. Sie hatten immer Wolfgang Schäuble im Kabinett und so und haben jetzt die Integrationsbeauftragte. Das ist auch ehrenwert, aber es ist natürlich nicht von diesem Gewicht, wie der Finanzminister aufgestellt war. Als Volkspartei ist es natürlich immer gut, wenn man eine breite Fläche abdeckt. Da sagen die Konservativen ja auch nach der Verhandlung dieses Koalitionsvertrages, nach dem Wegfall des Finanzministeriums, das ist nicht mehr gegeben. Es muss wieder konservativer zugehen in der CDU. Armin Laschet hat auch heute Morgen hier bei uns schon wieder gesagt, er warnt vor einem Rechtsruck. Sehen Sie irgendwo einen Rechtsruck? Eigentlich überhaupt nicht. Es ist immer die Frage, was man unter konservativ versteht. Also es hat ja in der ganzen Migrations-, Integrations-, Flüchtlingspolitik in den letzten 2 Jahren eine veränderte Schwerpunktsetzung innerhalb der Union gegeben. Es wird anders über diese Themen gesprochen. Es hat sich auch die praktische Politik verändert. Also vieles, was gerade dem Flügel ein besonderes Anliegen ist, ist ja schon passiert. Ich glaube so, beim habituell Konservativen bin ich mal sehr gespannt, was zum Beispiel aus dem angedachten Heimatministerium wird. Das kann man ja ganz unterschiedlich irgendwie angehen. Horst Seehofer, der, so hörte man bisher zumindest, möglicherweise ändert sich das noch, aber der das ja als Innenminister mit das Thema beackern soll, ich weiß nicht. Also er ist ja oft auch ein Spötter, jemand, der so zu Ironien neigt. Ich bin mal sehr gespannt, ob er derjenige ist, der wirklich so ein Thema so emotional aufladen kann und den Leuten das Gefühl dafür gibt, dass in der Union über Werte wie Heimat geredet wird. Also mir fehlt manchmal die Konkretisierung beim Thema konservativ. Die Union müsste konservativer sein, weil Sie Jens Spahn ansprachen. Ich glaube, der hat eine Menge zu tun im Gesundheitsministerium. Der hat nicht nur die Gesundheitslobby an der Backe zur Auseinandersetzung. Es wird ein Feld sein, wo es sehr harte Kontroversen mit der SPD auch in der Sache gibt. Die SPD will sich ja auch in der Koalition profilieren. Gesundheit ist bestimmt ein Thema, wo das stattfinden wird. Und ich glaube, er wird sich auch an Horst Seehofer reiben, der ja gerade in der Gesundheitspolitik eine lange Vergangenheit ist. Das war ja mal ein Feld von parteipolitischer, ideologischer Aufladung zwischen Seehofer und Merkel. Und da wird Spahn es nicht leicht haben. Von hier, Frau Fietz. Vielen Dank. Wir reden nachher noch. Jetzt meine